Herr Luksic, Sie sind Sprecher für Verkehr und digitale Infrastruktur der FDP im Bundestag. Wie wichtig ist Ihrer Meinung nach das Thema Digitalisierung in unserer heutigen Gesellschaft? Ja, das ist natürlich ein Megathema, aber oft am Rande der Gesellschaft. Ich glaube, jetzt kommt es richtig mit Schwung in die Mitte, weil es auch im Alltag der Menschen jetzt eine immer wichtige Rolle spielt. Leider hat Deutschland in vielen Punkten digitale Infrastruktur, Mobilfunk eher einen Rückstand. Merken wir jetzt auch gerade bei der Corona-App, da sind ja andere Länder ein Stück weit schneller. Aber ich glaube, dass wir da langsam ein Stück weit schneller werden und besser werden. Digitalisierung, das war für viele lange nur ein Wort und mittlerweile wird es endlich zum Begriff, gerade auch für kleine und mittlere Unternehmen. Gerade in der Zeit von Corona wird die Bedeutung der Digitalisierung in unserer Gesellschaft auch immer deutlicher. Wie bewerten Sie in diesem Kontext die aktuellen Entwicklungen in Deutschland? Ja, ich glaube, wir merken es gerade beim Thema Bildung, dass sich da unheimlich viel ändert. Die Unis stellen schon ganz stark um auf digitale Bildung. Die Schulen müssen es jetzt zwangsweise. Da wird es, glaube ich, einen Schub geben. Aber auch das ganze Thema Videokonferenzen, Teammeetings. Ich glaube, da wird es eine Reihe an Veränderungen in der Arbeitswelt geben. Also wir haben mit dem Thema New Work versucht, das ein bisschen aufzugreifen. Homeoffice, also vieles, was bis vor kurzem undenkbar schien, kommt langsam in der Realität an. Gerade auch beim Mittelstand ist das mit Sicherheit ein Thema, wo die Deutschen manchmal noch ein bisschen langsamer sind. Wir haben ja leider mit SAP nur eine große Firma, die im Software-IT-Bereich stark ist. Da müssen wir dringend besser werden in den neuen Geschäftsmodellen. Da haben wir noch ein bisschen Aufholbedarf. Und wie wird sich Ihrer Meinung nach die Digitalisierung in Deutschland noch entwickeln oder wo sehen Sie Entwicklungspotenziale? Ich glaube, wir sind in Deutschland generell gut, wenn es darum geht, vorhandene Geschäftsmodelle konservativ weiterzuentwickeln. In der Sprunginnovation, da sind wir leider nicht immer ganz vorne. Wir sind in der Entwicklung sehr gut, aber müssen es auch wirklich in Deutschland in den Markt bringen. Und ja, ich glaube, wir haben in Deutschland eine ganz starke praxisnahe Forschung, unheimlich viele sehr gute Forschungsinstitute. Und wir müssen jetzt besser darin werden, die Produkte auch in Deutschland in den Markt zu bringen. Das ist die Herausforderung, vor der wir stehen. Auch gerade Start-ups sind jetzt natürlich auch gerade in der Krisenzeit in der Finanzierung ein Problem. Da muss die Politik bessere Rahmenbedingungen setzen. Und welche Rolle nehmen dabei die Forschungsinstitute wie das August-Wilhelm-Scheer-Institut ein? Ja, ich finde es ganz klasse. Wir haben in Deutschland eine ganz breite Forschungslandschaft, aber viel zu wenig private Forschungsinstitute und auch Stiftungen. Und deswegen ist es eine ganz tolle und wichtige Ergänzung, dass wir auch gerade hier in Saarbrücken so ein tolles Institut haben, das auch interdisziplinär die Themen angeht, weil wir in Deutschland ja auch oft sehr stark in einzelnen Themenfeldern sind, aber oft der Blick über den Tellerrand fehlt. Und gerade für Innovationen ist es ja unheimlich wichtig, dass Experten aus verschiedenen Bereichen zusammenkommen. Ich glaube, das ist hier eine absolute Stärke hier vor Ort. Und deswegen, ja, da herzlichen Glückwunsch. Und ich glaube, wichtig ist der Austausch zwischen Politik, Wissenschaft und Wirtschaft. Wir haben in Deutschland unheimlich viele Exzellenzpunkte. Und da müssen wir eben die Rahmenbedingungen noch besser machen. Deswegen ist auch der Austausch zwischen Politik und Wissenschaft ganz wichtig. Vielen Dank, Herr Luksic. Danke.